Es ist Sonntag. Ich beginne einen neuen Vlog. Ich weiß noch nicht, was er beinhaltet. Ich beginne einfach mal. Am Sonntag ist immer ein bisschen langweilig, weil der Tagesablauf ist anders. Man ist mehr alleine und dann zieht es mich immer etwas in die Stadt, an den Bahnhof. Ich weiß nicht, es geht auch anderen Leuten so. Und dann gehen wir zusammen zum Bahnhof. Ich versuche niemanden zu filmen, wenn wir da rausgehen. Den Schlüssel habe ich eingepackt. Ja, und ich brauche sonst nichts. Gehen wir mal los. Ich nehme den Rollator. Ich weiß nicht, ob ich da wieder umkehre, weil es ist ziemlich kalt. Es ist 14 Grad, glaube ich. Und ich habe hohe Schuhe an und werde sehen im Lift. Und ich brauche doch den Rollator, weil ich habe das Gleichgewicht nicht. Aber nicht wegen den Schuhen, sondern wegen dem Gleichgewicht. Grüezi, Frau Lin. Ist die doch jemand gekommen? Also, ich gehe wieder nach Hause, es geht nicht, es ist mir erstens zu kalt und zweitens geht der Lift nicht, den ich brauche. Und mit diesen Schuhen schlafe ich jetzt nicht anders. Den anderen Weg, der ist mir zu weit, ich hätte andere Schuhe anziehen sollen. Ihr seht den Kran hinter mir, da wird gebaut, es wird überall gebaut, aber er ist vor. Hinter mir und vor mir ist auch noch ein. Es wird wirklich gebaut. Aber es sind alles Wohnungen, die unbezahlbar sind. Das ist ja in der Stadt, wo ich wohne. Nicht gerade in der Altstadt, aber trotzdem noch in der Stadt. Also am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Es sind 3 Minuten vom Bahnhof entfernt. Und der Hauptbahnhof ist meistens mitten in der Stadt. Und ja, das ist ein zentraler Ort und der ist halt schon gefragt von den Menschen. Da muss man nicht den ÖV benutzen, also nicht den Bus benutzen und kann alles zu Fuß erreichen, so wie auch ich. Ich mache immer alles zu Fuß. Und wenn es weitere Strecken sind, habe ich Gutscheine fürs Taxi, aber ich zahle trotzdem noch einen Teil. Es ist nicht gratis. Aber wenn ich zum Beispiel meine Sonden wechseln muss, die muss ich jetzt dann noch im Juni, dann nehme ich euch dann auch mit ins Spital, muss ich die Sonde wechseln und ich hoffe, dass ich doch etwas mehr filmen kann. Aber es geht noch, das werden noch ein paar Vlogs vorher sein. Ja. Aber jetzt komme ich halt schon wieder runter. Vielleicht nähe ich noch etwas. Aber es ist wieder im Zimmer und das stört wieder einige Leute. Es ist so schwierig. Oder ich zeige euch meine Kleider und irgendetwas. Es ist am Sonntag, ist es immer so langweilig. Oder sonst mache ich einfach heute Sonntag und dann schauen wir. Morgen kommt meine Nichte. Da kann ich vielleicht mit ihr und so zusammen sein, ein bisschen aufnehmen. Sie hat nichts dagegen, sie ist wahrscheinlich. Sie ist auch im Instagram unterwegs und ich denke, sie hat nichts dagegen. Ich muss sie aber erst fragen und dann können wir so einen Besuch mal zeigen, wie es ist, wenn ich Besuch bekomme, was ja sehr selten ist. Die Leute lachen mich schon aus. Aber das macht mir nichts. Sind wir dann zu Hause? Jetzt muss ich den Schlüssel hervornehmen und das Tor öffnen. Ja, das war dann schon der Ausflug. Hier sind wir. Den Schlüssel habe ich.
spazieren. Hallo. Ich habe mir heute zwei Sachen gekauft, und zwar einmal dieses Parfum Wanda Rose von Zara. Das ist so ein duftiger, pudriger Roseduft. Das ist ein Roll-on. Zeige ihn euch. Der sieht so aus. Und riecht sehr gut und hat so einen Roll-on. Das ist sehr fein für den Sommer. Den nehme ich dann ins Schwimmbad mit. Und dann habe ich von Kiko noch einen Eyeliner gekauft, einen farbigen, den ich morgen einfach aufs Auge streiche. Nur diesen Eyeliner. Und zwar in dieser blauen Farbe. Er ist wasserresistent und gibt eine schöne Farbe. Ich habe hier so schon geswatcht. Könnt ihr mal sehen. Diese Farbe gibt es ab. Das habe ich mir heute gekrömelt, sagt man auf Schweizerdeutsch. Geschoppt. Danke fürs Zuschauen. Kleines Update. Es ist Dienstag geworden und ich bin wieder mal im Schwimmbad gelandet. Es ist nicht so warm. Es ist nur zwischendurch kommt die Sonne hervor, aber ich genieße es und bleibe jetzt so 1-2 Stunden hier und gehe dann wieder nach Hause. Das ist das Zwischenupdate vom Dienstag. Bis später. Es ist Nachmittag, Mittwoch, der 1. Juni und das Wetter macht zu. Ich war am Morgen noch im Schwimmbad, es war schön. Und jetzt haben wir ja die Wäsche. Ihr habt ja gesehen, wie ich die Wäsche umräumte, wieder einräumte. Und jetzt gehen wir noch zum Migros. Ich möchte euch das Geschäft zeigen. Das ist ein Lebensmittelgeschäft, aber es hat auch andere Sachen. Ich möchte euch einfach einen Eindruck aus der Schweiz, aus einem Lebensmittelgeschäft zeigen. Wir haben hier zwar auch deutsche Läden, also Lidl und Aldi, aber ich war noch nie in einem solchen Laden. Ich brauche es ja nicht, ich esse nichts und muss mir keine Lebensmittel einkaufen. Deshalb, früher war das für mich so ein Stapelwarenladen und es hat mich nie angemacht, in einen solchen Laden zu gehen, auch für andere Sachen einzukaufen. Das hat mich nie angemacht. Ich war immer der Migros treu oder kleiner in kleinen anderen Läden, wenn ich etwas brauchte. Heute gehen wir mal schauen, was Essence zu bieten hat. Sie haben auch ein bisschen dekorative Kosmetik und auch Pflegeprodukte im günstigeren Segment und auch im höheren Segment, aber zu einem besseren Preis wie in einem Kaufhaus wie der Manor. Und dort können wir dann auch einmal hingehen. Bis später. Vorne ein Elektrogeschäft und Alnatura, das kennt ihr sicher auch. Das gehört der Migros, es ist von der Schweiz, Alnatura, ist ein Bioladen von der Migros. Aber ich war früher, wenn ich in einem Bioladen zu meinen Putzmittel aufführen gehen musste, war ich in einem anderen Bioladen, der Alnatura, das ja nicht macht. Noch Rolltreppen, das ist ein großer Raum. Und wir müssen jetzt hier zum Lift. Mal schauen. Oh, geht der rauf? Ja. Ja, danke vielmals. In Migros? Ja, so, wir sind angekommen. Hier, Migros.
Und wir müssen hier rein bei den Richtern. Da fährt keine Leute filmen. Aber hier seht ihr Migro. Da hat es Früchte. Fleischtheken, so alles Mögliche voll zum Grillieren. So frische Sachen. Hier hat es einen Snackbar, also da kann man so Mittagessen abholen. Aber es ist toll. Hier hat es Backer. Und hier hat es sogar noch, kann man eine Schaubäckerei, kann man sehen, wie sie das machen. Eine schöne Hochzeitstorte. Verschiedene Süßigkeiten. Hier hat es auch noch das Brot. Hier hat es Käse, da könnt ihr schauen, die großen Käse. Da kann man Fischkäse kaufen. Hier hat es eine Theke. Und dann hat es auch, hier hat es so verschiedene Milch, Bananenmilch, verschiedene Desserts von der Migro. Hier hat es dann Joghurt, ganz viele und Käse. Und hier hat es auch noch Käse abgepackt. Und es hat so viele Sachen, die Metzgerei dort. Und hier hat es Käse. So viele Sachen, ich mache ja gar nichts an. Und wenn ich das alles essen müsste, das wäre ja. Und hier nochmals Fischkäse, Käse, das Schweizer Land ist ja Käseland und Eier und Joghurt in allen Arten. Ich habe gehört, dass diese angereicherten Proteinsachen gar nicht gut sind für die Gesundheit. Und das gibt es hier auch viel. Und hier hat es auch noch Milchprodukte. Weil die Schweiz ist ja die Milch und Schokolade werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Das hat es hier um das Eck. Geschätzte Kundschaft, wegen einer technischen Störung ist das Bezahlen mit Debit oder Kreditkarten an unserem Kassen zurzeit. Ich hatte gedacht, hier sei die Schokolade, aber diese Störung ist schnell zu beheben und entschuldigen. Hier haben wir so Crackers. Belvita, so korrekt, das ist eine Migromarkt. Hier hat es alles Schokolade. Alles Schokolade. Das ist jetzt alles Migros-Schokolade. Alles voll Schokolade. Und dann Lindo. Hier hat es natürlich auch noch Spezialausführungen, die teurer sind. Aber das ist vor allem Migros. Das ist alles, aber es ist gleichwertig. Viele lieben diese Marke Migros und hier hat es Lindt. Lindt-Schokolade, gebrochene Schokolade, Raffaello, Giotto und so weiter. Hier hat es noch mehr Süßigkeit. Es hat einfach an Masse. Hier rum, das ist alles Snacks. Und alles Snacks. Und hier auch noch Schokolade abgepackt. Die Toblerone, schaut einmal, diese große Toblerone, die ist offen und 360 Gramm, die hat jemand geöffnet. Die hat es in schwarz und in weiß und hier hat sie sie in einem Jubiläumsrot. Ja, da seht ihr, was wir alles haben. Hier hat es noch Chips, aber wir gehen jetzt mal zu den Pflegeprodukten. Hier heißt es Kosmetik. Hier hat es Masken, aber teuer. Also da kann man nicht vergleichen mit dem DM-Gesetz angeschrieben. Der Franken ist jetzt wieder Euro und eine Maske ist 6,95. Das ist sehr teuer. Und die günstigste Maske ist hier unten 1,60. Das sind die günstigsten Masken. Ja. Aber ich brauche keine Maske. Ich brauche eigentlich nichts von hier. Wir gehen jetzt mal schauen, was. Hier hat es nichts.
Wegen einer technischen Störung ist das Bezahlen mit unseren Kassen zurzeit nicht möglich. Wir sind bemüht, diese Störung möglichst schnell zu beheben und entschuldigen uns für die Umtriebe. Ich gehe dann bei Essence schauen. Manhattan hat auch noch günstige Sachen, aber das ist auch offen. Das ist, hier ist es wirklich oft so, dass es offen ist, weil es keine Tester hat, machen die Leute es einfach auf. Hat es hier noch Eyeliner? Das ist eine Eyeliner-Bar. Wie teuer sind die? Ja, die sind auch teuer, diese Eyeliner-Bar. Nehmen Sie nichts davon, Maybelline. Das sind die gerade auch drinnen und L'Oreal. Das ist für das Eyeliner haben sie hier nicht, so wie ich das sehe. Nein. Dann gehen wir mal rüber. Venus, das bräuchte ich 24,90. Ein Pack mit drei Klingen, oder? Drei Klingen. 24,95. Das ist wahr. Nein, 8 Klingen ist es nur. 8 Klingen, aber es ist trotzdem zu teuer. Das muss ich meiner Mutter sagen, sie soll mir das kaufen. Cowgirl, das ist die Migros-Marke. Vielleicht haben die etwas. Aber jetzt wird das Video schon zu lang, gehen wir noch zu schnell zu Essence. Schauen wir da, da sind sie etwas günstiger. Ich muss da etwas schauen. Ich lasse. So, nun sind wir wieder zu Hause. Es ist ein anderer Tag und heute beginne ich schon wieder einen neuen Vlog, aber ich möchte den alten Vlog doch noch beenden und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wenn euch dieser Vlog gefallen hat mit der Stadt, mit der Mikro und den verschiedenen Sachen, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar dazu schreiben und mich gerne auch abonnieren. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon auf den neuen Vlog. Bye miteinander!